Jetzt sprechen wir mit der Eventmanagerin von WhiskeyMax.com, Frau Adelsberger, über ein besonderes Highlight in der Mainmetropole Frankfurt, und zwar die WhiskeyMax Tram. Ja, die WhiskeyMax Tram ist eine Straßenbahn aus dem Jahre 1957, die wir anmieten und veranstalten darauf ein Whisky-Tasting. Wir haben einen Dudelsackspieler dabei, der die Pausen untermalt, der dich zur Straßenbahn führt, und einen Tasting-Master, der ein Seminar über verschiedene schottische Whiskys hält. Es geht von der Herstellung der Whiskys über wie man sie genießt, über die Destillerien an sich. Er mischt es auch schön mit Anekdoten aus seinem Leben, aus seinem Whisky-Leben, und alles im Großen und Ganzen eigentlich ein schönes Event, wo wir 2,5 Stunden durch Frankfurt fahren. Dreimal im Jahr benutzen wir dafür auch den Datterich Express in Darmstadt. Das Tasting hört sich an wie ein Einsteiger-Tasting. Gibt es auch thematisch gebundene, bei denen der Tasting Master sich einem bestimmten Thema zuwendet? Normalerweise halten wir uns an schottische Whiskys. Also wir versuchen, so ein breites Band von milden Whiskys über dann kräftigere, torfigere zu bringen, dass wirklich so ein großer, grober Überblick dabei ist. Wir hatten aber auch schon WhiskeyMax Trams mit einer Destillerie, wo dann einfach thematisch wirklich eine Destillerie rausgegriffen wurde. Okay. Außerdem habe ich gehört, planen Sie zu einem ganz speziellen Termin ein ganz spezielles Event in der WhiskeyMax Tram? Genau, das ist Silvester. Wir hatten das letztes Jahr schon, das kam sehr, sehr gut an. Wir planen die Silvester Tram in Verbindung mit einem Abendessen. Also es gibt ein 3-Gänge-Menü, danach fahren wir 2,5 Stunden mit der Whisky Tram, bleiben genau um 12 auf der Ignaz-Bubis-Brücke in Frankfurt stehen, gucken uns da das Silvesterfeuerwerk an und trinken dabei Champagner. Vielen Dank. Danke auch.